Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire War mit dem Thrawn's Revenge Mod und wir haben ein paar Schiffe in der letzten Folge verloren, konnten allerdings auch ein bisschen was einnehmen, Krustei wieder mal vernünftig verteidigen. Und jetzt möchte ich hier nach Lyanna, um Lyanna jetzt den Todesstoß zu geben und dann nach Maridun zu kommen und dann können wir... Wenn wir Maridun haben, haben wir die Armee bei Yavin 4 befreit und können die dann vielleicht als Angriffsarmee nutzen oder als Verteidigungsarmee hier nach Ession schicken. Ession soll längere Zeit verteidigbar bleiben, deswegen versuchen wir Ession so gut es geht aufzubauen, würde ich sagen. Und ist die Frage, ob wir bei Krustei auch mal ein paar Golans bauen sollten, dass die Neue Republik sich da so richtig die Zähne drin ausbeißen muss. Aber erstmal schauen wir jetzt hier Lyanna. Da haben sie nicht mehr viel. Das kriegen wir jetzt, denke ich, ohne weitere größere Probleme hin. Kommst mal hier lang. Die beiden hier drüben hin. Scharf hinten rein und den Peltist. Könnt ihr den Town Falk besiegen, bevor der Jäger spawnt? Das wäre nett. Der Paltus darf schon mal da drauf schießen, du hier drauf. Und schade, aber das war knapp, fast. Fast hätten die es geschafft, bevor der Jäger ausgespuckt hat. Naja. Ja, wir dürfen die nicht unterschätzen, die sind immer noch ein paar kleinere Sternzerstörer, ne? Immerhin nimmt der Scharf auch ein bisschen an Schaden hier. Ja, das ist gut. Der verliert auch langsam. Okay, jetzt darf der Char fliehen. Aber in der Zeit hat halt der Intego auch den Schaden nicht genommen, ne? Jäger suchen sich ihre Ziele, bitte. Oh, du darfst fliehen. Aber damit müsste es das gewesen sein. Den anderen Victory hier. Nehmen die Engines. Nehmen die hier drüben die Engines. Der hat schon keine mehr. Ah, der Dreadnought hat es noch überlebt. Zwei Ton Falks, ein Dreadnought. Nervig, aber kein Beinbruch. Damit können wir relativ schnell von Desevro unsere Einheiten nach Lyanna ziehen. Einmal kurz Pause. Und dann, wenn wir hier Maridun haben, Antimiridias, Kentaris und Rivesta. Dann Metalloren, Roche-Asteroiden, Garros 4, Kondrum, Thanos. Und dann können wir uns hier auf Uburaskai und die Japaner konzentrieren. Und dann kommen wir nämlich auch Richtung Kessel und können hier Hast und Mon Calamari holen. Wir müssen nur gucken, ob uns da nicht irgendwer dazwischen funkt. Und wir haben scheinbar keine Infanterieeinheiten mehr. Das ist aber nicht schlimm. Machen wir hier mal 1, 2. Hier haben wir unsere Klonkapazitäten. Einmal hier rüber. Die nehmen wir vielleicht auch mit hier hin. Und die Einheiten von Yavin 4. Ich glaube nicht, dass bei Yavin 4 noch großartig was passiert. Gehen wir rüber nach Eti 4, um dann nach Ession zu kommen. Wir haben 16.000 Credits. Nach Findar. Wer hätte das gedacht? Lasst uns mal schauen. Zwei Torpedosphären. Aber das ist eine Torpedosphäre zu viel. Sonst hätten wir mit der Hypervelocity Gun die ganze Zeit die Torpedosphäre beschossen, aber mit zwei Torpedosphären, das schaffen wir nicht. Da müssen wir fliehen und dann gucken, dass wir mit der Flotte, die jetzt über Lyanna sitzt, da relativ schnell aufkreuzen. Das heißt, einmal schnell bei Lyanna angreifen. Ja, die Dinger haben 12.000 Schilde und wie viel Leben? 15.000? Ne, 13.000, aber das ist trotzdem... Du lass mal nach da hinten. Du hier lang. Die Jäger, die irgendwie ablenken. Ich glaube, es sind 5 Schüsse, 4 oder 5, um den Sternzerstörer zu vernichten. Großartig verlangsamen werden wir nicht können. Die Hypervelocity Gun kann wieder schießen. Entschuldigt den Huster. Unsere Jäger machen hier immerhin ein bisschen. Den Schaden machen sie schon. Ich würde die gerne halt einfach so lange hinhalten. Aber, oh mein Gott. Du darfst schon mal fliehen.
dass wir wenigstens den Sternzerstörer hier mit der Hypervelocity Gun vernichtet kriegen. Komm, nimm den einen Hardpoint. Vielleicht ist es ja das, was wir im Endeffekt brauchen, um den zu vernichten. Noch einen zweiten. Hau mal ab. Und der hat schon keine Engines mehr. Wow. Ich hab den mal direkt rausgezogen. Naja. Wir müssen nur gucken, dass wir noch einen Hyperblastigan-Schuss abkriegen können. Schon. Und dann Auto-Reserven wir mal. Nein. Der Computer denkt nicht, dass ich mit zwei Anti-Jäger-Schiffen zwei Torpedos wären vernichtet bekomme. Schade. Jetzt wollen sie nach Kuat. Da habe ich ja zum Glück Einheiten sitzen. Ach, ich habe keine Infanterie-Einheiten. Oh. Damit wird es dauern, bis die Flotte hier hinkommt. Ja, vielleicht können sie dann Finder am Boden angreifen. Ja, weil jetzt kommen Bodeneinheiten nach Finder. Eieieiei, aber ich muss zuerst da mich um Liana kümmern. Ich habe ja zum Glück Bodeneinheiten, einige bei Finder aufgebaut und sind abgehauen. Dafür ist jetzt eine andere Flotte da. Hä? Das ergibt keinen Sinn. Bei Liana... nein, es sind Harpaner. Hört da mal auf, so nervig zu sein. Wie viel? 15 von den Neutron Cruisern. Ja, ich vernichte ein, zwei Schiffe von denen und dann hau ich ab. Das kann ich am Boden sehr gut verteidigen gegen Harpaner, das ist nicht das Problem. Ist zwar nervig, aber ich muss einfach diese Harpaner, muss ich einfach fertig kriegen. Du ein Stück zurück. Du ein Stück zurück. Du komplett zurück. Command Tier 3 hat der? Ist klar. Natürlich hat der Command Tier 3. Du fliegst mal hier rauf. Du fliegst mal hier runter. Ja, aber warte vielleicht noch, bis sie dich sehen. Dass wir hier so ein bisschen die auseinanderkriegen, die Flotten. Du kommst ein Stück zurück. Wo ist der andere? Okay, es ist nur noch dieser eine. Ihr alle hier lang. Du! Flieh! Der nächste Hypervelocity-Anschuss wird diesen Helden vernichten. Maluri House Fleet Commander, das hier ist Galney? Nee, Rakut. Klingt schon fast nach so Chiss-Namen. Komm schon. Sehr schön. Hier lang und meine Jäger. Einfach hier auf deren Jäger. Das ist schön, dass einige Jäger jetzt hier so zur Seite gehen. Dass ich die dann direkt abfangen kann. Und kümmere dich bitte um den Schlachtdrachen hier. Ich verstehe nicht. Ich sage euch, ihr sollt auf den Schlachtdrachen schießen und die schießen auf alles, nur nicht auf den Schlachtdrachen. Das muss ich nicht verstehen. Du fliehst bitte. Vernichtet den. Komm schon. Wenn der Schlachtdrache weg ist, dann den Schlachtdrachen besiegen bitte. Attack formation. Sehr schön. Der ist weg. Dich noch rausziehen. Und dann nehmen wir uns die ganzen Nova Cruiser hier vor. Du darfst fliehen. Hat der noch seine Engines? Der hat noch seine Engines. Sehr gut. Der Nova Cruiser ist Schrott. Auf den nächsten gehen. Dürften wir den ganz schön Schaden zufügen. Die werden auch nicht so super preisgünstig sein. Also jetzt wahrscheinlich auch nicht so mega teuer, aber... schon... den nächsten hier vernichten.
Schaffen die das? Ja, der nächste ist auch vernichtet, dann gehen wir mal hier drauf. Und momentan geht das mit meinen Schilden, um ehrlich zu sein, einigermaßen. Dadurch, dass die natürlich jetzt auch ihre Command Tier 3 Helden verloren haben. Ja, da kommen leider wieder jetzt hier einige dazu und wir verlieren jetzt unsere Schilde sehr schnell. Die haben bloß die ganz schon getroffen? Dann hat er trotzdem noch so viel? Nee, okay, da kommt's dann. Sehr schön. Okay, nee. Nehmt euch jetzt hier den Nova Cruiser vor, solange ihr das noch könnt. Der ist raus. Sehr schön. Aber wenn ich jetzt auch nur noch ein Schiff habe, also den Syndic Destroyer hier, da fürchte ich fast, dass ich den verliere. Aber ich fände es nett, diesen Nova Cruiser noch vernichtet zu bekommen. Ja, jetzt machen wir ab. Mal sehen. Hauptsache, der verliert seine Engines nicht. Alles andere ist in Ordnung. Jawoll! Ich habe leider nicht drauf geachtet, wie viele Punkte die vorher hatten, aber das wird so 100 Punkte, vielleicht 150 werden das gewesen sein, hoffe ich. Weil die Schiffe von denen haben relativ wenig. Also diese Nova Cruiser sind jeweils 9, ne, weiß ich nicht. Wie viele Punkte sind das jetzt noch? Noch 400. Noch 400 Punkte. Oh mein Gott. Angriff. Liana will ich jetzt kriegen. Und jetzt haben sie ja zum Glück eine andere Flotte dahin geholt. War das nicht vorher sogar eine Eriado-Autoritätsflotte? Haben die deswegen getauscht, die Flotten? Cedrus Quell ist hier. Da müssen wir aufpassen. Wenn der einmal meine Bodeneinheiten findet, habe ich ein Problem. Das heißt, Flame Tanks müssen jetzt sofort schon hier hin. Könnt ihr jetzt mal andere Leute spawnen, bitte? Danke. Einer von euch hier rauf. Einer von euch hier lang. Einer von euch hier hin. Du darfst auch direkt mit hier hinkommen. Hier will ich da und da Repair Stations haben. Man weiß ja nie, was passiert, ne? Reporting in. Schon, oh nein, das ist natürlich. Die haben Base Defenses, das ist richtig mies. Aber einen Planetary Shield Generator haben sie nicht. Aber da. Hier also hier runter und ihr alle hier lang. Ganz, ganz nett, wenn wir das hier trotzdem einnehmen könnten. Oh nein. Okay, das macht das hier extremst gefährlich. Kommt mal zurück. Wir brauchen 1, 2, 3, 4. Einmal Flugeinheiten. Vielleicht kann ich mit den Flugeinheiten. Wahrscheinlich vernichte ich jetzt meine Flugeinheiten einfach nur. Was ich jetzt gegen Artillerie so ein bisschen hier habe. Ihr beiden kommt hier hin. Ja, das haben sie mir jetzt genommen, das ist klar. Aber wenn ich hier ein bisschen bombardieren kann. Hier der Energiegenerator? Nee. Ich dachte eigentlich, der müsste hier sein. Ist der wahrscheinlich hier oben irgendwo? Nee, der ist hier. Hier steht hier. Hier will ich bitte einen Reparaturturm. Du baust dich auf. Du baust dich auf. Repair Station. Oh. Das ist nicht gut. Das darfst du dich auch aufbauen. Building started. Einer von euch hier lang, einer von euch hier lang und den einen, oder kriegen wir noch, wir kriegen noch Flame Tanks, ne, dann kann der Flame Tank hier bleiben. Ja, drei hier, meine Güte, hier lang. Und solange die mich nicht angreifen, kann ich halt jetzt einfach auf die Bombardierung warten erstmal.
Wieso wurde das jetzt hier aufgedeckt? Lasst uns mal einmal hier gucken. Haben die hier irgendwo Antiflugtürme? Das ist kein Antiflugturm, das ist gut. Das ist ein Antifahrzeugturm. Ist halt die Frage, ob die an den drei oder so Turbolasertürmen vorbeikommt, die Bombardierung. Oh, okay. Das ist sehr interessant. Wird aber auch schnell vernichtet. Auf diesen Cetris duell gespannt, wann der auftaucht. Ja, bloß nicht verfolgen. Gut, dass ich viermal Artillerie habe. Greif den an jetzt, komm. Nicht zu weit nach vorne. Ah, da kann er nicht hinschießen, so. Jetzt können wir bombardieren. Das geht auf jeden Fall erstmal hier drauf. Das ist am allerwichtigsten. Könnt ihr vier jetzt bitte einmal hier? Danke. Mehr will ich gar nicht. Störung 1. Ihr bleibt schön zurück. Reicht das aus? Das reicht aus. Perfekt. Das ist gut. Nein, bleibt bitte zurück. Ihr sterbt sonst. Dann müssen wir hier den Energiegenerator vernichten. So lange bleiben wir noch zurück hier. Oh mein Gott, das hat aber auch so gut wie keine Leben mehr. War vielleicht nicht das beste Timing. Das nein. Bleib zurück, bitte. Die laufen schön in meine Flame Tanks rein, so muss das. Und jetzt ein Repair Station wieder bauen. Kommen mir viel zu viele Einheiten an. Oh, da ist keine Repair Station mehr. Das war, glaube ich, die Dings Schuld, die Artillerie. Und sobald wir den Energiegenerator vernichtet haben, und ich weiß, dass die keine Artillerie... Und die haben noch eine Artillerie, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Weil die kann meine Einheiten hier regelrecht fertig machen. Bleibt bitte zurück. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob hier irgendwo nicht eine Artillerie gespawnt wird. Repair Station, in der Hoffnung, dass die nicht weggebombt wird. Schön hier hinten bleiben. Ich habe da keine andere Wahl. Ich muss. Ich habe ja zum Glück relativ viele Einheiten hier. Lass mal hier runter und lässt sich hier heilen. Du fährst dafür rauf. Jetzt können wir hier bombardieren. Die nächste Bombardierung mit Bombern kommt dann auf den. Aber so haben wir. Oh mein Gott, einen von denen haben wir schon verloren. Das ist nicht gut. Die beiden kommen ein Stück zurück. Ja, jetzt habe ich den hier hingeschickt, in der Hoffnung, dass er sich hier reparieren kann. Lustig. Mir bleibt bitte, Leute. Deswegen mag ich hier Flugeinheiten nicht. Will jemand hier mal... Oh, da ist Cedrus QL. Da ist Cedrus QL. Damit kann ich meine Einheiten hier nicht behalten. Oh mein Gott. Greift diesen Cedrus QL bitte an. Ihr müsst euch hier mal reparieren lassen. Komm schon, vernichtet den. Der wehrt davon ein bisschen was ab. Wir müssen hier... Übrigens, der ist machtsensitiv, das heißt, der kann sich auch heilen. Oh, Leute. Roger that. Du kommst bitte hier runter. Komm schon, wenn wir den besiegen, könnten wir das so gut. Der hat zwar nur eine Command Tier 5, aber der hat Command Tier und der hat halt auch einfach gefühlt 500.000 Leben. Smoke ab. Infanterie können wir zum Glück überfahren. Ja, da hält er sich schon. Aber kann halt auch nicht komplett hier durch. Und kommt wieder zurück. Ist ja echt, wir haben zu viele Einheiten hier. Die haben wir verloren, schade.
reporting. Bombing run. Ready to go. Können bombardieren. Dann bombardieren wir auf den. Dass der endlich wegkommt. Und Cedric QL ist schon wieder fast komplett aufgedingst. Ich brauche eine Repair Station, bitte. B, die wird jetzt zerstört, die Repair Station. Ihr beiden hier. Was ist denn da los? Vernichtet ihn doch! Oh mein Gott, der mit dem wenigsten Leben steht jetzt ganz weit vorne. Immerhin. Die sind vernichtet. So, ich schicke jetzt hier mal Einheiten vor. Du darfst mitkommen. Danke fürs Konstruieren. Oh, Antifahrzeugturm. Du darfst mit hier lang. Ihr vernichtet bitte die Infanterieeinheiten da drüben. Ihr lasst euch hier reparieren. Ja, ich glaube, das war's gleich. Langsam aber sicher machen Fortschritte. Du haust ab. Hier rückt vor, langsam aber sicher. Oh mein Gott, das ist Schrott, aber ich glaube. Sieht ganz gut aus. Ist auch fast Schrott. Was bauen sie da? Anti-Infanterieturm, sollen sie bauen. Der kommt nicht weit. Den haben sie hier leider gerade. Wir müssen ja aufpassen, dass da keine Infanterieeinheiten beistehen. Dann können wir hier weiter vorrücken, ansonsten haben wir hier ein Problem. Aber das kriegen wir hier eingenommen, das ist gut. Ja, kommt mal darüber. Auf das bitte an hier. Wo haben wir den? Bitte auch hier drauf. Oh mein Gott. Cedric QL ist hier. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Kommt bitte zurück. Du darfst dich mal hier. Ihr kommt mit hier rüber. Könnt ihr jetzt nochmal den Turm vernichten? Oder greift erstmal hier das Gebäude an? Eieiei. Gucken wir mal hier drüben, ob da ein Dings besteht. Hier kommt bitte auch. Oh, Cedric QL ist vernichtet worden. Sehr gut. Endlich. Kann der mich treffen hier? Ne, der trifft mich nicht sehr gut. Na, der ist sowieso Schrott. Das ist blöd, aber damit muss ich leben. Brauche ich definitiv mehr Feindtanks. Ja, lasst euch mal hier heilen. Die haben zu viele Möglichkeiten, auch noch Infanterie und so zu produzieren. Ihr kommt alle mal zurück, lasst euch hier reparieren. Die nächste Bombardierung muss jetzt langsamer kommen, hab ich so das Gefühl. Ihr kümmert euch um die Infanterie. Die beiden haben noch einigermaßen Leben, deswegen nehme ich die jetzt wieder mit. Und wir vielleicht mal einen kleinen Vorstoß wagen können. Ja, kommt. Hier rüber. Versucht den Antifahrzeugturm zu vernichten, bevor er euch vernichtet. Zerstört, könnt ihr das vielleicht schaffen. Wow. Nur vielleicht, die haben es geschafft. Das ist gut. Einmal auf den. Da kommt ihr nicht durch die Schilde durch mit euren Flammen, ne? Yes, Commander. Tank Brigade. Die sind alle geheilt. Das ist aber nett. Das haben wir vernichtet. Da kommt keiner mehr raus. Nehmen wir mal das Gebäude da drüben, dass da keine Infanterie mehr rauskommt. Selbst wenn es nur so halbherzige Infanterie ist, ist es nervige Infanterie. Wir können bombardieren. Das ist nett. Das bedeutet, ich guck mal, was hier so ansteht. Da können wir die Bombardierung drauf holen. Das nächste Bombardment können wir auch kriegen. Das bombardiert bitte hier drauf. Und damit
dürfte es das gewesen sein. Ja, die kriegen hier vielleicht noch irgendwas aus Dings raus. Aus den Bunkern und so. Und so ein paar Zivilisten, die denen helfen. Aber ansonsten... Ansonsten ist Liana endlich unser. Das hat sich auch viel zu lange hier noch gehalten. Was hier wird vernichten. Sehr schön. Den Antifahrzeugturm drüben, der ist das Schlimmste. Ach, sind zwei Antifahrzeugtürme, das ist natürlich blöd. Ja, jetzt habe ich hier einige Einheiten verloren dann. Was ist denn hier los? Den verliere ich jetzt auch noch. Damit habe ich nicht gerechnet. Würde ich ganz ernst sagen. Haben wir denn noch Flame Tanks? Ja, hier. Das Doofe ist das Ding da. Aber das Ding da... war mal das Doofe. Ach, haben die da oben jetzt schon wieder einen Bunker gebaut? Wie nervig kann man denn bitte sein? Einmal hier drauf, bitte. Vernichten. Das ist immerhin vernichtet. Vernichtet das jetzt bitte auch noch. Danke. Hier den Bunker vernichten. Du. Kommst mal hier zurück. Wir haben gewonnen. Immerhin. Meine Güte, und das hätte nicht mal irgendwas vernichtet. Wir haben ein bisschen was verloren, aber die haben mehr verloren und jetzt halt auch den ganzen Planeten verloren, ne? Das ist das Allerwichtigste. Also jetzt nochmal auf nach Maridun und da gucken, was dann los ist. Dass wir dann auch nach Findar können und danach die Great Majut das Ganze zahlen lassen. Ah, und sie sind abgehauen bei Findar. Okay. Na, das ist aber nervig, was die hier an Schiffen haben. Da müssen wir mal gucken. Sind halt keine starken Schiffe, aber sind viele Schiffe. Müssen wir gucken, dass wir da irgendwie durchdringen. Wenn wir denn hier starten dürften. Danke. Okay, ich habe vor 5 Minuten gedrückt. Gut, dass das noch zählt. Okay, die haben nichts. Das ist gut. Ich hätte jetzt gedacht, die haben hier wieder 20 Prokursator-Sternzerstörer. Aber nein, haben sie nicht. Das ist sehr nett. Dafür haben wir haben sie eine Hypervelocity Gun. Das ist nicht so nett. Nehmt euch den Dreadnought. Ich habe sie jetzt. Ich bin auf sie. Mehr Enemy-Craft. Eliminating Target. Coming around. Ich habe sie in meinen Sights. Hä? Warum ist ihr denn jetzt da rein? Hau bitte ab. Ich hoffe, der konnte noch fliehen. Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Nehmt die Engines hier. Und flieht doch jetzt einfach. Was ist der Sinn dahinter? Was ist der Sinn dahinter, das hier noch auszutragen? Gebt mir Maridun. Auf die Engines, falls sie fliehen. Danke. Und hier drüben hin. Engines. Und die Showblazer da drüben. Damit ist der Luftraum mit Maridun auch unser und das Imperium hat halt einfach keine Chance mehr. Wir werden irgendwo noch die Eclipse haben, wahrscheinlich bei Biss oder so. Vielleicht auch eine World Devastator, ich weiß gar nicht, ob es die hier in dieser Version gibt. Von Thrawn's Revenge. Oh mein Gott, die haben da eine Golan 1. Die hab ich gar nicht gesehen gehabt. Hallo. Könnt ihr da mal auf die Golan 1 gehen? Danke, der Charf hilft auch mit. So, was haben sie denn hier noch? Ah, ein paar IPDs. Aber das war's mit dem Luftraum bei Maridun und mit Blick auf die Uhr auch mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es so hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.